Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen, heute wieder zu einer Folge Stardust Factory zusammen mit Fresh Fries. Hallo. Es sieht schon episch aus, was wir hier zusammengeklöppelt haben beim Umbau. Ja, du bist auch noch dabei. Mal wieder Zeug wegbringen erstmal. Ich brauche ein paar Dingens. Platten. Verstärkte Eisenplatten. Die nicht mitgenommen schon nach unten, weiß ich nicht. Zack, zack. Ah ja, 100 reichen mal fürs Erste. Hast noch welche gefunden? Ja, die produzieren wir ja schon. Ja, wobei ich das auch nochmal abreiß, damit das schöner wird. Achso. Schönheit ist alles. Ja, nicht unbedingt, aber halt ein bisschen wenigstens. Ich werde jetzt hier oben keine Lagerkisten zwischenklemmen. Ja, muss ja nicht. Weil, zumindest nicht für die Dingens hier. Für die Kupferbarren. Weil das finde ich dann schon ein bisschen sinnbefreit bei den Dingern. Habe ich das Plus erwischt? Ich wollte nicht das Plus erwischen, ich will die Dinger gleich bauen. To go. Dann kann ich die komplette Kupferproduktion nach oben verlagern. Oh, verschluckt an der eigenen Spucke. Läuft. Das Problem hat mein Kleiner momentan mehr nicht. Aber bei dem verstehe ich es, dass er sich an der eigenen Spucke verschluckt. Hat er davon so viel? Ja gut, ein Baby sabbert alles an, ne? Alles oh, einladen. So auf die Art, ich habe was Neues in der Hand, ich muss es ansabbern. Das ist brutal. Ah, das glaube ich. Ist halt blöd, wenn es wieder zum 20. Mal die Hand des Vaters ist. Ja, ich sag mal so, wenn die Zähne noch nicht da sind, geht's vielleicht noch. Da kann er nuckeln. Nee, keine Ahnung. Und das mit den Zähnen dauert noch ein bisschen. Jetzt nicht mehr lange, aber ein bisschen. Aber das tut dann auch direkt weh. Ach, er kriegt ja erst nur unten Zähne. Das geht noch. Ich habe immer noch keinen Strom hier oben, fuck. Bin hier munter am Rumbauen, aber kein Strom hier oben. Sehe ich hier irgendwo eine Stromleitung? Hier. Oh. Ja, meine Stromleitung, ne? Nicht genügend Freiraum. Verarsch dich selber. Hallo, hier ist genügend Freiraum. Ah, ist ein bisschen langweilig. Ja, absolut. Na, jetzt neben jede Maschine wieder so einen Pfeiler hinstellen. Na, na, na. Da tut man nicht alle für die Großproduktion. Ja. Ich bin echt gespannt, was dann in den neuen Forschungszweigen dann so rauskommt zum Bauen. Ist ja wahrscheinlich noch nicht so ultra viel, immer. Ja, aber dann alles mit den nächsten Updates wieder. Mit dem, ja, ich erhoffe mir jetzt von Tier 7 schon einiges dann. Echt? Ja, das dann noch. Ich nicht, so ehrlich gesagt. Also da müsste schon noch ein bisschen mehr dazu kommen. Auf jeden Fall neue Ressourcen werden dazukommen, schätze ich. Ein paar haben wir ja schon entdeckt, ein paar Ressourcen, die wir aber bis jetzt noch nicht brauchen konnten. Und ich schätze, dass die halt dann schon langsam brauchbar werden. Ja. Ein
Plus den Atomstrom dann. Der wird ja dann relativ angenehm. Einem Stabil ist er super. Kann ich Ja. nichts sagen. So, aber jetzt nicht unbedingt vom Vorteil. Muss halt immer gucken, ne? Dass man den Müll halt auch irgendwie wegschafft. Na. Und am besten nicht einfach irgendwo verbuddeln oder so. Ja, das ist halt so die Hauptlösung der Menschheit. Hey, Salzbergwerk, rein damit, zuschütten. Wir nennen es Endlager. Ja, gut, dass sie es kapiert haben, dass es noch kein atomares Endlager gibt. Das haben sie zumindest halbwegs verstanden. Immerhin etwas, ne? Ja. Besser ist gar nichts. Die Laufwege werden lang. Wir brauchen einen Zug dafür, glaube ich. Ich baue mir dann lieber ein Auto. Oder ein Flugzeug. Ein Helikopter. Helikopter, er will es direkt komplett dekadent wieder, weißt du? Was Er heißt will mit hier? dem Helikopter anreisen. Natürlich, wieso nicht? Weil das nur die reichen Leute machen. Apropos reiche Leute, ich habe jetzt schon mal geguckt, was ich nächstes Jahr mir fürs Camping holen kann. In der Hoffnung, dass ich bis dahin mal endlich meinen Führerschein habe und mit dem Auto anreise, ne? Und, also ja, ich glaube da auch noch nicht dran. Gut, dass wir einer Meinung sind. Aber es gibt so ein Bett, was einfach aus Pappe ist, was man dann aufzieht und dann ist das wie ein Bett angeblich. Und das kostet halt nur 90 Euro oder so. Aus Pappe, beim Camping. Ja. Beim Camping aus Pappe. Ja, warum nicht? Ich wünsche dir monsunartige Regenfälle. Du bist im Zelt. Das Zelt sollte dicht sein im Normalfall. Also mein Zelt war dicht. Sagen wir es so. Und Auch wenn mir. der drin lag. Nee, der nicht. Hab nichts getrunken. Nicht. Nee, ich halte mich daran. Hab irgendwann mal gesagt, ich trinke nichts mehr. Seitdem habe ich nichts mehr getrunken. Nicht mal ein Bier oder so. Ich habe auf zwei Weihnachtsfeiern insgesamt zwei Bier getrunken. Respekt. Auf Weihnachtsfeiern habe ich bis jetzt noch nie was getrunken. Ja. Wir tanzen da halt auch. Und damit ich auf die Tanzfläche gehe, trinke ich halt immer ein Bier voll. Das glaube ich dir sogar. Ja, ist halt echt so. Da denke ich halt immer, okay, kurz mal Mut antrinken und ein Bier reicht dann sogar schon. Dann ist gut. Ist aber schneller Mut. Oh ja. Ja gut, der Vorteil, wenn Ja, man ich nicht. brauche nicht so viel Mut, Ja genau, ne? der Vorteil, wenn man nicht so viel trinkt. Mir ist ja auch fast nichts peinlich, von daher geht das schon. Ah, okay. Gut zu wissen. Fast nichts. Partyspielchen incoming. Nee, das nicht. Besonders da, wo wir eigentlich bisher immer waren, ne? Das sind halt echt nur so, keine Ahnung, gell, Holländer. Hat sich jetzt wie eine Beleidigung angehört. Nein, das sind halt einfach Holländer. Die kommen halt aus Holland. Versteh's halt nicht. Musst du immer Mund voll, also eine Faust in den Mund stecken und dann. Das ist holländisch. Ja, Holländisch verwirrt mich auch jedes Mal Also wieder, wenn ich es niederländisch höre. heißt es So, du meinst immer, du verstehst es, aber du verstehst es nicht. ja. Na, man versteht es ja sogar eigentlich, aber es klingt halt einfach wie Deutsch mit einer Kartoffel im Mund. Ah, nicht nur das. Ja, aber für dich vielleicht. Bei mir ist Zum es wirklich Beispiel so. Rocken ist dullelig. Das heißt, Rauchen ist tödlich. Ha
Ja, das haben wir auf der Klassenfahrt damals festgestellt, dass das Rauchen es tödlich heißt. Und das war der Running Gag der Klassenfahrt. Glaube ich dir aufs Wort. Immer Rocken ist dödelig. Oh, toll. Also ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ne? Aber so ungefähr. Alter. Ich merke gerade, dass ich eigentlich nur mit Stufe 3 Bändern baue. Läuft bei dir? Und dann fragst du nach Stahl ständig, weißt du? Wir haben hier was weiß ich, wie viel fucking Eisenplatten, ne? Er baut mit Stahl. Ja. Ja, ich habe in den Schnelltasten leider nur die Stufe 3 mittlerweile. Ist ja nicht so, dass du die nach jedem fucking Neustart eh neu machen musst. Und dann auch mal. Nee. Nicht? Nee. Bei mir speichert er die nie. Richtiger Penner. Ja, vielleicht, weil du nicht Host bist. Kann sein, aber ich muss die jedes Mal neu machen. Ich hab da gerade gar nichts drin, nämlich wieder. Weil ich mir denke, ne, das mache ich jetzt nicht schon wieder. Aber ich reiß ja auch eher ab, als zu bauen gerade. Na gut, könnt ja. Hast du letztes Mal bei der Aufnahme die Leiste wieder neu gemacht? Weiß ich nicht, aber irgendwann hatte ich die halt und dann wird die halt Ja, wieder. aber du musst sagen, die letzte Aufnahme war so: Ach, ich habe jetzt einen neuen Computer. Meinst du, der speichert das lokal, nicht in der Cloud? Ja. War ja bei World War Z auch so. Gefühlt hat Epic keine Cloud. Für Fortnite schon. Ja, für Fortnite. Sieh Hoffe aus. ich. Hab's auch nicht gespielt. Jetzt Alle sind all drei. meine Skins weg, so die, keine Ahnung, 5.000 € Skins so Nee, gefühlt. das glaube ich nicht. Weil Glaube ich du auch dich nicht. ja rein theoretisch bei der Switch auch anmelden könntest und deine Naja. Skins auch hast. Das läuft anders. Ja, das ist halt ein Epic Game. Selber. Na, nicht sterben. Nee, gerade noch nicht. So, aber beim Draht klemme ich Kisten zwischen. Und sie gießt. Weil ich glaube, auf dem Draht greifen wir noch eher zurück. Ich brauche Eisenplatten. Ich glaube, ich hole es mal aus den Ausräumlagern. Also da, wo du dein Inventar ausräumst. Sollte eigentlich ein bisschen was noch drin sein, oder? Ja, ich glaube, ich habe auch vorher ein bisschen was gesehen. Ja, hier sind auch verstärkte Eisenplatten. Fuck, jetzt kriege ich kein Eisen mehr rein. Ich schon wieder Schrott dabei habe. Das ist immer gut. Hey, ist noch das und das. Oh, ich krieg nichts mehr rein. Oh, schade. Zack, zack. Hier sind auch 6 Computer. Ja, Er gönnt sich wieder wenn man richtig. hier sortieren drückt, dann wird auch mehr Platz da drin, weil 2x6 modulare Rahmen alleine drin gelegen sind. Nice. Flieg hoch. Danke. Eieiei. Oh, wir sind bald auf der Ebene, wo das Flugviech uns durch die Bude fliegt. Können wir ja mal drauf fahren. Und man kann mitfliegen. Das weiß ich. Echt? Muss dich draufstellen. Es fliegt immer und immer wieder dieselbe Runde. Ich will drauf fahren. Ich habe schon mal gesehen, dass einer extra so eine Landeplattform gemacht hat für das Vieh. Und es ist gelandet. Ja, nicht gelandet, aber du kannst halt dann im Kreis So. fliegen. Das ist halt cool, irgendwie. Irgendwie auch ziemlich unnötig, aber ja. Ja gut, wenn man mehr so Plattformen bauen kann, Da hinten wieder irgendwo ein Fundament entfernt.
Das ist bitter. Also wir produzieren jetzt Draht ohne Ende. Ja. Bin mal gespannt. Hab ich dir erzählt, dass ich mir meinen FIFA-Urlaub jetzt genommen habe? Ich habe es auf Twitter gelesen. Geil, ne? Schön Urlaub, wenn FIFA rauskommt. Ein Arbeitskollege von mir hat sich wegen einem anderen Spiel Urlaub genommen. Wo ich mir Wegen auch denke, welchen? oh, glaube Erweiterung zu Destiny oder sowas schon wieder. Okay. Gut, ist ein Spiel, das muss einem gefallen für, aber. Habe ich da irgendwas falsch verkabelt? Na, na. Ach, das staut sich hier nicht. Aber es kommt konstant was an. Gut, passt. Muss nur alles voll laufen. Und ist momentan auf einem guten Weg. Ach, Draht kann ich wegpacken. Perfekt. Sortieren. So, hast du die eine Anlage schon abgerissen, wo man Kupfer drauf, also die Kabel bauen? Sieht nicht so aus, ne? Noch nicht komplett, ne. Weil dann baue ich die weg und trage das hoch. Aber wo es jetzt hingehört, meines Erachtens. Ja, das hier ist die Anlage. Aber Kupfer ist gar nicht mehr. Doch, hier ist noch Draht, aber davor hätte es eigentlich schon nicht mehr abreißen müssen. Aber egal. Alter, was war denn das für ein zusammengestückeltes Ding? Da waren, glaube ich, drei unterschiedliche Fließbänder dran. Oh, kann sein. Oh, fuck. Ich hab's nicht mal reinbekommen. Ah, da sind ja auch, wer weiß, wie viele Kabel wahrscheinlich wieder, ne? Ich hätte aber Platz. Guck mal, also manchmal hat man nicht für alles Platz. Ah, alle nehmen. Ja, sind echt viele Kabel. So ein paar wenige kennt man kaum. Ah, ist halt, ne? Bisschen Verlust jetzt immer, sage ich immer. Ja. Ja, dann baue ich ein so ein Werk Dingens hin. Die Stromkabel. Produktion. Konstruktor. Du machst mir Kabel. Kommt hier hinten der Lagercontainer hin. Zack. Oh, drei. Da schon mal anschließen, da schon mal anschließen. So, Strom brauche ich hier hinten auch noch. Wäre zumindest nicht so verkehrt. Ja. Gut. Den Das kann ich hier Montag, rein. ne? Ja, leider. Am Freitag sein. Schön wär's. Der Fresh reißt halt wirklich alles weg. Ja. Also wenn konsequent, dann richtig. Das sieht ja nicht gut aus hier. Ich will ja nichts sagen, aber so mittendrin sind deine Lagercontainer versetzt. Ich weiß, das kommt auch noch. Was? Das kommt auch noch? Dass du das ordentlich baust, oder wie? Ja. Wobei, welche Lagercontainer sind versetzt, ist die Frage.
Da kommt Ah, drauf ab an, hier, ja. von welcher Ja, Sicht das das kommt man auch noch. sieht. Eieiei. Also, Fresh will's penibel haben. Wenn dann richtig, ne? So Alte richtig Sachen gibt's hier dekadent. nicht. So richtig dekadent. Oh, ich darf mich beeilen. Warum? Weil die Lagerkiste gleich voll ist mit den Kabeln. Oh nein. So, hier nochmal. Alle nehmen. Es passt immer noch nicht alles rein. Es gibt's ja nicht. Da muss ich ja noch ein paar Mal hin Gibt's und doch her. gar nicht. Gar nicht. So, krieg ich nicht mehr rein. Naja, Nie mehr, egal. oder was? Nee, mehr geht nicht rein. Alles voll. Ja gut, verbaue ich schon alles. Irgendwann mal. So, Kiste ist zumindest weg. So, aber wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt uns was in die Kommentare, schaut auch beim guten Fresh vorbei. Hier sind noch ein paar Videos für euch. Wir sagen ciao und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.